Hallöchen, meine Lieben, willkommen zu einem neuen Vlog. Heute nehmen wir euch wieder mit, live aus der Schmierstation. Diamanta. Wir sind alle sind in unserem Zimmer. Das kann man auch, Flechtenstation. Ja, aber das sage ich heute, Papa ist nämlich jetzt für die Zöpfe zuständig. Aber schaut mal bitte, Perfektion. Wir haben uns schon gedacht, wir machen ein Business daraus. Er mit diesen schwarzen Frauen dort, die Zöpfe flechten. Wie viel verlangst du? Ich weiß es nicht, aber vielleicht können Sie mir auch was anderes beibringen. Super. Wir tauschen uns die Erfahrungen. Warte, brauchst du auch einen Zopf? Ich habe schon fast fertig, ein bisschen noch und dann bin ich auch fertig. Und dann gehen wir wieder Richtung Strand und ich nehme euch heute wieder mit. Wir sind jetzt schon am Strand, meine Lieben. Oh, den Weg nachher zu filmen geht nicht, mit so vielen Kindern zu gehen und zu schleppen. No problem. Der Papa schmiert sich neben ihm ein. Mein Muckis. So, quälen wir den Papa. Ist das eigentlich eine Qual für dich? Nein, das ist eine Qual. Aber da ist ja nicht mehr. Holst du mir was raus? Na toll, bei mir ist alles. Ich habe eh noch eine 30er, Schätze. Ist kein Dior-Hut, Papa? Oder? Ja, das hat er gesehen, mit dieser Brille, ist Kapitalist. Magst du Gucci-Hut, Patrick? Das ist übrigens unsere Anlage von der Strandseite. Das nicht mehr, gell? Das gehört nicht mehr zu uns. Das da. Das da nur. Das auch? Ja. 1, 2, 3. Ja, crazy, gell? 1, 2, 3. Und wir wohnen quasi da drüber. Über die Rezeption. Michelle und Luisa sind gerade im Poolbereich. Ich zeige euch mal. Man hat es ganz kurz eigentlich. Hier schnell mal ein bisschen über den Sand. Und hier ist dann so unser Durchgang zum Poolbereich. So, hier ist dann Poolbereich. Hier kann man noch Füße waschen. Wir sind jetzt nicht so die Poolliga, aber manche mögen es halt voll gerne. Wie man merkt, es ist auch sehr belebt. Ich finde es ja auch cool, dass es sich so verteilt. Weil wenn jetzt alle am Strand wären, die da sind, wäre da schon viel los. Ich muss nur schauen, wo Michelle und Luisa sind. Okay. Für der Rutsche. Ah, hab schon. Michelle! Man kann sie nicht sehen. Sie können mich nicht sehen. Aber sie sind da. Übrigens, das ist mein Lieblings-Sonnenprodukt von Shogun. Das ist dieses Sonnenöl. Es war immer ausverkauft, weil es so gehackt ist. Es ist auf jeden Fall ein Bräunungsöl. Trägt man sich so auf und dann schaut man wie ein Backhühnchen aus. Es riecht super gut, ist mit Walnussöl. Like it. Hallo ihr Lieben, auch von mir. Mega heiß heute. Ich glaube, wir haben heute um die 36 Grad. Jo, und ich gehe mal kurz was einkaufen, weil wir sind alle mega durstig. Ja, wir haben gleich in der Nähe da einen Supermarkt. Und ja, das ist schon direkt praktisch. Das ist ein Spar. Und die Preise sind relativ gut eigentlich. Etwas teuer als normal, aber günstiger als wie man erwartet, wenn man irgendwo am Strand ist. Einkäufe erledigt. Ich bin ja schon gleich am Strand und ich wollte mal kurz eine lustige Geschichte erzählen, was mir vor 2 Tagen, glaube ich, passiert ist am Abend. Ich war mit Patrick kurz beim Supermarkt ein paar Getränke einkaufen und ja, ich habe mir alkoholfreies Bier gekauft. Ihr wisst, ich trinke keinen Alkohol. Und wir waren schon beim Kassa. Vor mir stand eine Person und hinter mir waren 3 Jugendliche, so 3 Engländer. Die waren ein bisschen gut drauf, sage ich mal so. Und die wollten mich einfach beschützen. Die haben mich auf den Schulter geklopft und sagten: Entschuldigung, Sie wissen schon, dass das, was Sie gekauft haben, ein alkoholfreies Bier ist, oder?
oder? Er wollte mich einfach, wie soll ich sagen, beschützen, dass ich keinen Fehler mache, weil ja, das, was ich gekauft habe, quasi kein Bier ist. Ja, und dass sie gesagt haben, ja, ich weiß, dass es kein Alkohol hat. Die waren ja total überrascht und die haben gelacht. Oh, quasi, okay. So, wir sind schon da. Und das ist mein Juice. So, bin total gespannt, wie das schmeckt. Geruchprobe. Nicht schlecht. Schaut euch mal den Philipp an, wie schön er da mit dem Sand spielt. Wow, Philipp, I love you. Ich glaube, er ist auch müde, oder, Papa? Okay. Es ist so schön hier. Seht ihr das Meer? Es ist so schön, weil es so Wellen gibt. Aber das ist trotzdem warm, das Wasser. Bedeutet, man kann drin schwimmen. Und es ist ständig super warm. Also man geht urschnell rein. Es ist super Wetter, wir haben kein einziges Wölkchen. Really, really nice. Lara. Lara, gibt's hier Fische? Fische? Was? Aber da gibt's keine Fische, oder? Cool. Schaut euch mal den Papa an. Wir sind jetzt wieder im Zimmer, frisch geduscht und die Kinder spielen so schön miteinander, ich sag's euch. Was macht ihr? Der hat dich in den Ohr gebissen? Ja, und hat meine Haare gezogen. Aha. Kommt sie wieder? Geboxt. Gibt der Luisa ein Puppi? Nein. Musst du ihn wieder suchen, Luisa. Philipp hat nicht. Wo ist der Philipp? Eins. Philipp hat nicht in den Knie geboxt. Oh. Auf Marsch zum Abendessen, meine Lieben. Ist ein Abendessen? Doch, es ist ein Abendessen. Nein, das ist nicht doch. Wir sagen immer zu Mittag und Abend. Komm, Philipp. Hi, Mami. Hi, Bibel. Zuerst Essen, dann Spielplatz. Komm, da ist die andere Bande. Hi. Papa, ruf ihn mal. Philipp, komm. Oh, schau mal, wie süß klein diese Palme ist. Guten Morgen. Der Morgen. Bist... Ja, obviously, ne? Die wird dann größer, so wie die hier. Komm, Luisa. Aber wie soll das ausgehen, dass sie so Oh mein Gott. Fragst du mich? Hast du einen Vogel? Ja, oh süß. Oh mein Gott, so süß. Oh mein Gott, so süß. Wenn die der Vogel fliegt, dann macht er so ein komisches Geräusch. Aber die Züge hier, die verdauen ihr Leben, Mann. Sie kommen gut zu nah zu dir, du kannst so draufsteigen. Was? Ja. Bist du auf Vögel draufgestiegen, oder? Nein, aber... Michelle, was isst du? Auch ein Hühnerpfeffer wie Lisa. Wo hat er jetzt gern wieder Spieß? Ja, wieder Spieß gegessen. Was meinst du? I don't know. Die Familie vereint am Tisch. Aber wieder ein Berg. Wieder ein Berg. Warte, ich drehe um, dass die Leute sehen. Ein Berg. Aber er schafft's. Aber dann nicht weg. Ah, ja. Ich habe mir eine Gemüsecremesuppe geholt und es gibt so Wraps, Zutaten. Wir haben ein richtig schönes Family-Bild gemacht und jetzt warten wir auf den Zug und die Kinder sind so, Lisa will Hobby, viel, oh, mit Spezialplatz, hi, da ist die Kamera. Nein, 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 im Flugzeug sind wir die ganze Zeit auf die Nerven gegangen. Aber dein T-Shirt ist smoothie. Ja, hast du gesehen, wie viele Kinder ich habe? Oh, vermisst du sie? Aber jetzt vermisst du sie, wo sie an der Stelle ist. Ja, ich habe die Hunde vergessen. Was? Ja. Wir fahren jetzt mit dem Zug. Wie sagt? Was? She's in the front. War eine Stunde. Und
Und schon wieder haben wir nicht Tschüss gesagt, weil wir abends einfach immer so kaputt sind, meine Lieben. Ja, wir hatten gestern auf jeden Fall nach der Zugfahrt, sind wir also noch hergekommen, wollten uns ein bisschen dieses Abendprogramm anschauen, aber der Philipp war so müde, dementsprechend war seine Laune so schlecht, dass sie gesagt haben, komm, gehen wir jetzt ins Zimmer, und dann sind wir ins Zimmer gegangen und sind eigentlich hier schon bald dann geschlafen. Ja, dementsprechend verabschiede ich mich heute vom Vlog, mein Lieben. Wir sehen uns dann ganz bald wieder. Ciao.